Let's go, ladies and gentlemen. Folgendes, wenn du jemanden in seiner Lebensfreude, in seinem So-Sein, in seinem So-Tun, in seinem So-Sprechen, So-Denken, So-Handeln, in seiner Power, in seiner Kraft, in seiner Energie, in seinem Sich-Selbst-Sein so nicht aushältst, wie er ist und sich gerade gibt, dann hat das nie was mit dem anderen zu tun, sondern immer mit dir selbst. Und da geht es um die Regulation des zentralen vegetativen Nervensystems. Es geht wieder um die Polyvagaltheorie nach drstephenborges.com, um das ehrliche Mitteilen und das Floating Produktionsauflösung von Gopal Norbert Klein. Und die Projektionsauflösung und das ehrliche Mitteilen bei Doris Elisabeth Hopf, eigenverantwortlich-gesund.at, Gopal Norbert Klein, traumaheilung.net. Wenn du jemanden in seinem So-Sein mit all seinen Aspekten seiner selbst und all seinen Anteilen, in seiner Lebensfreude, in seiner Power, in seiner Kraft, in seiner Energie, in seiner Freude, in seinem So-Sein, in seinem Tun, in seinem Sprechen, in seinem Handeln energetisch nicht aushältst, hat das nie mit dem anderen zu tun, sondern immer mit dir selbst. Mit deinem nicht regulierten zentralen vegetativen Nervensystem, mit dem Vagusnerv. Deshalb Polyvagaltheorie, drstephenborges.com, deshalb ehrliches Mitteilen, Projektionsauflösung, Vulgo Floating, Gopal Norbert Klein, traumaheilung.net, Buchempfehlung, der Vagusschlüssel zur Traumaheilung von Gopal Norbert Klein, Vorwort Professor Dr. Gerald Hüther, der bekannteste Hirnforscher Deutschlands, und Projektionsauflösung und ehrliches Mitteilen, Doris Elisabeth Hopf, eigenverantwortlich-gesund.at und Plattform ehrliches Mitteilen Österreich. Also, es geht nie um den anderen, es geht immer um dich. Wenn du jemand anderen in seinem So-Sein mit allen seinen Aspekten nicht aushältst, geht es immer nur um dich, nicht um den anderen. Ja. Und Freunde oder Bekannte, die dich dann nicht mehr kontaktieren, wenn du dich ehrlich zeigst, wie du bist. Wenn du keine Fragen mehr hast, brauchst du keine Antworten mehr, dann bekommst du alle Antworten von selbst durch das Selbst und du bist das Selbst. Und wenn du dein Selbst lebst, dann reinigt sich und sortiert sich dein Freundeskreis und Bekanntenkreis ja aus. Weil vorher von dir haben sie ja nur die Maske gekannt, deine Rollen, deine Masken, deine Schauspielerei. Und nicht, wie du wirklich bist in deinem So-Sein, mit deinem als dein Selbst. Much love, ladies and gentlemen.